Ja, jetzt haben wir Datenbanksprache SQL kennengelernt als wir können Anfragen bauen, wir können ganze Tabellen erzeugen, Datenbanken erzeugen und wir können in den Tabellen Tupel manipulieren, also einfügen, löschen, ändern. Das Ganze ist jetzt immer so ein bisschen unendlich, wenn man da immer direkt über eine Schnittstelle, die der Mensch ist, mit der Datenbank sprechen müsste. Also Select from where oder sowas zu formulieren, ist schon ganz nützlich, weil man häufig auch tatsächlich einfach mit so einem User-Interface von so einem Datenbankmanagementsystem arbeitet, aber viel mächtiger wird es, wenn man das Ganze programmiertechnisch ausnutzen kann, also irgendwie aus Java oder Python oder so mit einer Datenbank sprechen kann. Und die meisten Datenbankmanagementsysteme bieten dafür natürlich entsprechende Schnittstellen an, sodass ich direkt aus einer Anwendungssoftware die Datenbank manipulieren kann. Das wollen wir uns heute noch als letzten Teil anschauen. Ein paar Minuten haben wir noch. Anwendungsszenario 1 könnte sowas sein, wie das, was vielleicht immer mal in der Übung dran war. Sie haben irgendwie einen Online-Shop und im Hintergrund liegt da halt ein Datenbankmanagementsystem, alle Produkte, die Sie irgendwie anbieten wollen und vielleicht, keine Ahnung, Beschreibungen dazu, Preise dazu, Produktnummern, sonst was dazu, Bilder dazu, also Beschreibung, Bild vielleicht so als Blob oder so. Und jetzt haben Sie zwei Anwendungen vielleicht, die da mit verknüpft sind. Einmal irgendwie was, was mit Endkunden zu tun hat, die über einen Browser auf ihre E-Commerce-Plattform landen. Am Ende spricht also irgendwie der Browser mit dem Datenbankmanagementsystem. Ich frage, gibt es irgendwie, keine Ahnung, Produkte X im Katalog? Dann wird also immer das Datenbankmanagementsystem eigentlich angefragt. Ich sehe es aber vom Browser aus, dass Sie irgendwie eine Schnittstelle dafür anbieten. Und vielleicht intern für Sie selbst, wenn Sie Ihre Produkte pflegen, irgendwie die Bilder updaten wollen oder sonst was, brauchen Sie auch noch aus einer zweiten Anwendung eine Verbindung zu dem eigentlichen Datenbankmanagementsystem aus irgendwie dem Produktpflegeding, was Sie vielleicht auch nicht direkt mit Zugriff auf die Datenbank machen wollen, sondern über auch irgendein schönes Interface aus irgendeinem anderen Programm. Könnte Szenario 1 sein, also mehrere Anwendungen greifen auf dasselbe Datenbankmanagementsystem zu, das meine ich mit dem Szenario. Szenario 2 könnte aber auch sein, eine Anwendung greift auf mehrere Datenbankmanagementsysteme zu. Klassisches Ding ist sowas wie so ein PPS, also so ein Produktplanungs- und irgendwas System. Also sowas wie in Firmen, welche Mitarbeiter haben welche Fähigkeiten, welche Kunden wollen was von mir oder so. Das habe ich vielleicht in verschiedenen Datenbankmanagementsystemen liegen. Für das eine benutze ich, keine Ahnung, Oracle, für das andere Sybase, IBM, whatever oder MySQL oder so. Dann muss ich also aus einer Anwendung mit mehreren Datenbankmanagementsystemen sprechen können. Auch dafür brauche ich irgendwie Schnittstellen, also das hier, was diese Pfeile immer andeuten, sind ja irgendwie Schnittstellen zwischen verschiedenen Programmen. Also in beide Richtungen kann es natürlich auch beliebig komplex sein. Könnte sein, dass ich in dem Szenario hier mehrere noch habe oder in dem Szenario hier mehrere Anwendungen habe, beliebig viel im Prinzip. Also das muss irgendwie gehen. Wäre nett, wenn ich dafür irgendwie eine Umsetzung in meiner Lieblingsprogrammiersprache hätte. Ja, ein paar Sachen gab es, die man probiert hat, deswegen sind die jetzt so ein bisschen grau, die sich nicht so durchgesetzt haben, die gibt es immer noch, also direkt Programmiersprachen, in denen ich Datenbankoperationen einfach so hinschreiben kann. Ist besonders hellgrau, weil hat sich nicht besonders am Markt durchgesetzt. Einbetten von SQL in einer Programmiersprache, sogenanntes Embedded SQL oder SQL oder wie auch immer Sie es aussprechen wollen, da kann ich also ein SQL-Statement direkt im Programmtext hinschreiben. Der Vorteil ist, dass ich, falls es eine Sprache ist, die übersetzt wird, sowas wie Java, dass ich zum Übersetzungszeitpunkt überprüfen kann, ob dieses SQL-Konstrukt funktioniert. Und ich kann es gegebenenfalls auch optimieren. Klassisch sowas wie SQLJ oder so für Java oder Pro C oder so für C, C++, da sieht man schon, das ist ein bisschen älter. Also Java, C++, C oder so gibt es. Deswegen auch grau, das macht man heutzutage gar nicht mehr so oft. Das, was man heutzutage macht, ist eher so API anzubieten, also von dem Datenbanksystem für Programmiersprachen. Das heißt, ich habe SQL-Anweisungen zur Programmlaufzeit, also zur Ausführungszeit, die baue ich irgendwie als Text zusammen oder so und übergebe die dann einfach dem Datenbanksystem. Da ich das zur Laufzeit mache und nicht zur Übersetzungszeit, habe ich natürlich den Vorteil nicht, den ich hier beim Einbetten habe, dass ich zur Übersetzungszeit das Datenbank- oder SQL-Statement direkt schon checken kann und gegebenenfalls optimieren kann. Das habe ich nicht. Dafür, und das ist der große Vorteil, bin ich sehr flexibel. Hier bin ich nicht flexibel. Hier bin ich sehr flexibel, kann ich einfach zur Programmausführungszeit beispielsweise mir Statements vom Benutzer eingeben lassen und die dann weiterreichen. Die konnte ich hier nie hart verdrahten oder so.
Die klassischen Realisierungen haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gehört und wenn nicht, dann spätestens jetzt sowas wie ODBC als unabhängig Plattform im Sinne von Betriebssystem, Programmiersprache, sonst was, also alle Plattformen unabhängig in dem Sinne und JDBC, da steckt im Namen schon das J für Java drin, das ist so der Klassiker, wenn man aus Java mit Datenbankmanagementsystemen sprechen will. Da Java doch in vielen Firmenkontexten immer noch sehr wichtig ist, ist JDBC tatsächlich auch irgendwie was, was man mal gehört haben sollte oder zumindest wissen sollte, dass es das gibt und dann später in Java programmieren soll. Wie sieht sowas aus im Prinzip, also Prinzip 2 für Java, dass man dieses in Java direkt embeddet mit SQLJ, können wir dann also im Prinzip sowas hinschreiben, was so ähnlich aussieht wie, wie ein SQL-Statement, also select irgendwie, from irgendwas und ich will halt das, was ich da selected habe, also select Max-Gebühr, from Kursgebühr in irgendwas in so eine Java in so eine Java-Variable einfügen, Max-Gebühr, die ich hier außen mal definiert habe, deklariert habe. Also dieses into ist jetzt sozusagen so ein bisschen SQLJ-Syntax, das kannte ich bei SQL nicht, aber select from ist klassische SQL-Syntax. Die gebe ich im Programm Code direkt an. Das heißt, es könnte auch zur Übersetzungszeit schon select from direkt optimiert werden. Macht man heutzutage nicht mehr so oft. Was man eher macht, ist so dieses JDBC zu benutzen und dann halt sagt, okay, ich mache irgendwie eine Connection auf zu einer Datenbank und dann schicke ich diesen Code, den könnte ich hart, dieses SQL-Statement könnte ich hart verdrahtet eingeben oder ich kann es mir auch von irgendwem eingeben lassen oder so. Dann schicke ich zur Programmlaufzeit dann dieses SQL-Statement dann weg an die Datenbank, mit der ich gerade verbunden bin. Zurück bekomme ich dann irgendwie ein Result-Set und aus dem Result-Set muss ich mir dann das rauslesen, was ich da eigentlich wollte und am Ende, wichtig, close ich noch die Verbindung wieder, das sollte ich nicht vergessen, ansonsten habe ich zu viele offen. Aber beides geht irgendwie, das, wo ich das Statement direkt lese, ist hier in diesem JDBC, aber ich lese es auch eigentlich hier direkt nur mit so einem kleinen bisschen JDBC-Zwischensyntax dazwischen. Der Vorteil, dass das hier viel flexibler ist und ich eigentlich zur Programmübersetzungszeit die Statements noch gar nicht kennen muss, hat dazu geführt, dass man eigentlich heutzutage vielmehr dieses Prinzip 3 benutzt, also die Programmierschnittstelle, die API zu benutzen und nicht Embedded SQL tatsächlich benutzt. Ja, noch ein bisschen allgemeines Zeug, können Sie sich mal bei Bedarf durchlesen. Gibt es auch auf Wikipedia, ODBC, JDBC, steht ein bisschen was dazu. Wenn man sich das Ganze vergleicht, es gibt Entsprechungen. Ne? Also wenn man ODBC benutzt, dann ist man unabhängiger, plattformunabhängiger, da fängt eigentlich alles immer mit SQL an. Also man kann sich mit einem Datenbanksystem verbinden, kann irgendwelche Anfragen ausführen, Ergebnisse holen. Entsprechungen in JBDC sehen immer ein bisschen anders aus, aber im Prinzip, man connectet sich mit einer Get-Connection, man executet die Query, man bekommt ein Result-Set. Im Prinzip hat man bei beiden immer sowas wie so einen Cursor, der dann über das Ergebnis drüber iterieren kann. Also angenommen, ich habe eine Relation mit mehreren Tupeln, dann habe ich einen Cursor, mit dem ich mir die Tupel der Reihe nach holen kann. Transaktionen hat man noch nicht so genau uns angeschaut, aber auch hier scheint es sehr wichtig zu sein, das Transaktionskonzept für Datenbanken, wie gesagt, ich sage, ab jetzt kommt eine Transaktion, bitte nur insgesamt ausführen oder gar nicht. Wenn ich dann sage, ich möchte irgendwie ein paar Tupel verändern oder so, dann muss ich dem System gesagt haben, ab hier fängt meine Transaktion an, bis hier geht meine Transaktion, gegebenenfalls kann ich die auch zurückrollen, also zum Beispiel mit so einem Rollback oder so, wenn ich feststelle während des Programmlaufs, dass irgendwie bestimmte Sachen, die ich mir zurückliefern lassen habe vom Datenbankmanagementsystem, darauf hindeuten, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie ich wollte, kann ich die ganze Transaktion einfach wieder zurückrollen. Wie funktioniert das tatsächlich, wenn ich mit beispielsweise mit einem JDBC, also aus Java, über die API mit einem Datenbanksystem sprechen will? Es gibt im Prinzip vier Typen, wie ich das machen kann, je nachdem, welchen Treiber ich benutze. Das, was am meisten sich durchgesetzt hat, sind die, die weiter hinten kommen. Aber man könnte jetzt sagen, ich habe also aus JDBC irgendwas, das macht mir ODBC draus, also übersetzt quasi von der Seite hier in der Seite, in die Seite hier. Und benutzt dann die ODBC-Treiber, die beispielsweise einen Oracle, einen IBM, MySQL oder sowas anbieten. Dann habe ich das hier oben alles beim Client und im Prinzip habe ich so einen Übersetzer, so eine Brücke dazwischen, die aus JDBC ODBC macht, 1:1. Ja, gibt es gar nicht so oft. Man könnte auch sagen, ich will gar nicht übersetzen, sondern ich habe einfach so einen JDBC-API-Treiber, der benutzt dann so eine datenbankspezifische Bibliothek, die mir Oracle zum Beispiel anbietet oder IBM anbietet.
Der Unterschied ist eigentlich nur, dass ich es hier weiter hoch zum Client schiebe. Das, was hier unten auf dem Server liegt, der eigentliche ODBC-Treiber, den hole ich sozusagen so ein bisschen hoch, indem ich hier die Library direkt benutze. Das ist auch nicht das, was man meistens macht oder was wir heutzutage häufig machen. Typ 3 wäre, dass ich irgendeine Middleware benutze. Das ist dann wieder so ein, da habe ich jetzt ein dreistufiges System. Ich habe nicht nur Client und Server, sondern ich habe noch so eine Middleware, so einen Application-Server, der aus JDBC irgendwie mir was für das entsprechende Datenbankprodukt übersetzt, also für ein Oracle oder für ein IBM oder so. Drei-Schichten-Architektur hat sich vielleicht auch nicht so durchgesetzt. Ich glaube, die meisten benutzen heutzutage sowas, dass man sagt, ich habe im Prinzip beim Client einen datenbankspezifischen Treiber für zum Beispiel JDBC, den mir MySQL aber anbietet. Und dann könnte ich beispielsweise in Java so einen Code hinschreiben und sagen, ich benutze diesen JDBC Typ 4 Treiber, also dass ich sage, ich hole den einfach hier hoch zu mir, keine Library oder so, sondern direkt den Treiber. Und dann spreche ich mit der Datenbank, indem ich sage, was es für eine Datenbank sein soll, also wo ich die finde. Benutzernamen gebe ich vielleicht an, hier mein Passwort oder so sollte ich wahrscheinlich auch angeben, falls ich irgendwie Zugriff haben will. Und ich baue mir die Query einfach als String zusammen beispielsweise und sage dann, ich habe wahrscheinlich noch eine Methode Submit-Query, auf die müssen wir nochmal schauen. Was bedeutet das, wenn ich Submit-Query gemacht habe, kommt irgendwie ein Ergebnis zurück. Und solange ich in dem Ergebnis mit meinem Iterator, mit so einem Next-Pointer oder so einem Cursor drüber gehen kann, gucke ich mir Name und Personalnummer beispielsweise an und gebe die aus, weil das mein Anfrageergebnis sein sollte oder so. Wie wird so eine Anfrage submitted? Na, dazu brauche ich die Verbindung. Und dafür gibt es dann so diesen Driver-Manager zum Beispiel, der sagt, okay, ich versuche eine Connection aufzubauen zu dem Datenbanksystem mit Nutzer X, Passwort Y. Frage? Ja? Die Frage ist, was üblich ist, wenn Sie es in der Webanwendung benutzen. Boah, wahrscheinlich geht beides. Also, wir machen das selten, weil man eigentlich, also es kommt immer darauf an, was bei Firmen jetzt gemacht wird, weiß ich gar nicht, weil wir brauchen keine relationalen Datenbanken bei uns. Aber ich würde sagen, es geht irgendwie beides. Wahrscheinlich würde man, wenn man sich zu nah an das Datenbanksystem dann dran hält, so wie hier bei diesem Benutzen der API oder so, ist man vielleicht nicht so flexibel, wenn die dann irgendwas ändern oder so. Ja, aber im Prinzip, ich gehe davon aus, dass aus Webanwendungen beides geht. Mein Standard wäre einfach dieses JDBC oder mit Python würde man das über wahrscheinlich meistens mit SQLite oder sowas dann machen. Ja, wahrscheinlich würde ich dann eher mit dem PHP-Ende oder sowas sprechen. Ja. Kommt aber wahrscheinlich immer so ein bisschen auf den Kontext an, was die Policy dann auch in der Firma ist oder so. Bei uns ist die Policy, dass wir sowas gar nicht benutzen. Ja. Genau, das Ganze, was man für Java machen könnte, habe ich auch noch als Beispielcode für Python, aber eigentlich sind wir jetzt wahrscheinlich fertig. Können Sie sich vielleicht nochmal in Ruhe angucken. Sieht dann ungefähr so aus. Ja. Wichtiger Hinweis, falls Sie MySQL benutzen, was so weit verbreitet ist, gibt es zwei wichtige Einschränkungen zu den Sachen, die wir heute uns angeschaut haben. Es gibt keine Deklaration von Domänen normalerweise, zumindest bis 8x hin. Und in der Update-Klausel habe ich keinen Select vom Where-Block. Das war eigentlich jetzt hier ganz nützlich. Hatten wir da nie. Muss man irgendwie drum rumkommen, indem man das halt vorher selected vom Wert und irgendwie als Alias ablegt oder so. So viel von mir zum Teil SQL. Nächste Woche würden wir nochmal schauen, dass wir so ein kleines bisschen auf, wie entwirft man denn Relationsschemata so, dass man möglichst um solche Update-Anomalien und so weiter direkt herumkommt. Also gegeben, eine Menge von Relationsschemata feststellen, sind die in irgendeiner gewissen Normalform oder nicht. Normalform bedeutet meistens, je höherwertiger, desto weniger Anomalien habe ich. Bis nächste Woche.